Es ist halt einfach Keksteig, leicht gefroren, ja, und dazwischen so Schokostückchen, die so crunch. Hallo Freunde, ich grüße euch zu diesem Video und heute werde ich die Snackable Dough von Ben & Jerry's probieren. Ja, ich weiß nicht, ob es Duff heißt oder Cookie Dough, Cookie Duff, Snackable Dough. Es geht um Keksteig, ja? Ben & Jerry's hat jetzt den Keksteig, den sie in ihren Eissorten haben, als einzelnen Keksteig zum, ja, sag ich mal, in Tüten rausgebracht, dass man den selber essen kann oder sich halt eben selber sein Eis draus machen kann. Das heißt, wir haben hier drinne Keksteig in so kleinen viereckigen Würfeln. Einmal mit dem Geschmack Chocolate Chip, ja? Hier steht die Geschmacksrichtung. Und einmal mit dem Geschmack Salted Caramel. Ja, zwei Eis mit Karamell. Was? Zwei Eis mit Karamell. Und das Krasseste ist, es gibt, glaube ich, da dürft ihr mich nicht festnageln, in Amerika gibt es sehr viele Geschmacksrichtungen. Ich glaube, in Deutschland gibt es bis jetzt nur diese beiden. Ich habe mir beide geholt. 5 Euro kostet ein Ding. Also beide zusammen 10. Aber Rewe ist schnell nachgezogen, Rewe beste Wahl. Die haben auch zwei Geschmacksrichtungen, glaube ich. Ich habe mir das jetzt die eine nur gekauft. Und zwar haben die auch Cookie Dough Bites, ja, vegan. Quasi so eine kleine Nachmache, kostet nur 2,50, also die Hälfte. Ich denke, die beiden kann man auf jeden Fall vergleichen vom Geschmack her. Die habe ich tatsächlich sogar schon probiert. Doch die anderen beiden werden wir heute das erste Mal probieren. Wobei, die habe ich auch schon mal probiert. Aber noch nie on cam und die anderen auch sowieso noch gar nicht und ich bin sehr gespannt. Wir machen das Ganze jetzt mal hier auf, oder ich mache das Ganze auf. Und ihr müsst euch das vorstellen, wieder wie so eine Proteintüte. Mich erinnert das immer an so Proteintüten. Ich habe jetzt... So Leute, da sind die guten Stückchen. Wie gesagt, 5 Euro ist gar nicht mal so billig. Boah, guckt euch das an. Alter, da sind ja Riesenstückchen drin, okay, krass. Boah, guckt euch die Riesenteile an, Alter. Okay, das ist aber auch, glaube ich, das Größte gewesen. Alter, das sieht so Hammer aus. Muss übrigens auch in den Gefrierschrank. Ich weiß nicht, ob ihr Ben & Jerry's Fan seid. Ich bin's extrem. Ich bin extremer Ben & Jerry's Fan. Und ich liebe halt diese Cookie Dough. Am liebsten würde ich diesen Fudgy Brownie haben. Ich weiß nicht, ob ihr von Ben & Jerry's dieses Chocolate Brownie Fudge heißt das, glaube ich, kennt. Boah, das ist mein absolutes Lieblingseis von Ben & Jerry's. Und diese Brownie-Stückchen, die dort drin sind, die hätte ich gerne. Weil ich muss sagen, Cookie Dough, also Ben & Jerry's hat ja Cookie Dough als Eissorte, finde ich gar nicht mal so lecker. Ist ja von vielen der absolute Favorite, finde ich gar nicht mal so lecker. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie dieser Cookie Dough hier schmeckt. Du Scheiße. Boah, Leute. Alter, der ist brutal. Boah. Boah. So ein richtig geiler Keksteiggeschmack. So richtig von damals mäßig. Man kennt das doch, wenn man so die Schüssel auslecken wollte. So. Extrem lecker, wirklich extrem lecker. Chocolate Chip Cookie Dough. Ach du Scheiße. Boah. Jetzt bin ich noch gespannter auf Salted Caramel. Ich persönlich mag ja Salted Caramel auch sehr gerne. Ich liebe salzig und süß vermischt. Aber wirklich. Boah, ich kann gerade nicht aufhören zu essen fast, ne? Also wirklich. Von Ben & Jerry's Chocolate Chip Cookie Dough Chunks. Extrem lecker. Kann ich wirklich empfehlen. Ich würde jetzt mal im Anschluss direkt die hier probieren. Weil das quasi die, ich sag mal, direkte Verarsche dazu ist oder Nachmache. Die sehen auch eigentlich sehr ähnlich aus. Ja, nur ein bisschen kleiner in dem Fall. Aber die anderen sind eigentlich auch kleiner. Ich habe euch nur das größte Stück geholt. Die
Die sind ja sogar vegan, ich glaube die anderen nicht. Aber ich muss sagen, die sind gut, auf jeden Fall, haben aber einen ganz anderen Geschmack. Schmecken aber auch gut, ja, auch wie Plätzchenteig. Aber das hier schmeckt noch viel geiler. Also, ich finde, rein wenn man jetzt Preis-Leistung sieht, finde ich die, glaube ich, sogar noch besser von Rewe, weil es halt nur 2,50 sind. Aber wenn es wirklich um reinen Geschmack geht, boah, dann sind die die absoluten Gewinner. Also die sind, das ist so extrem lecker, lange nicht mehr sowas Leckeres, Süßes gegessen. Ich kann jetzt das nicht genau beschreiben, es ist halt einfach Keksteig, leicht gefroren, ja, und dazwischen so Schokostückchen, die so crunchen, also die so, ach du Scheiße, das ist so geil, da seht ihr so ein Schokostückchen. Boah, also das ist wirklich sehr lecker. Das ist übrigens kein Product Placement, kein gar nichts. Ich habe 5 Euro für die Dinger geblecht und Ben & Jerry's kennt mich wahrscheinlich nicht mehr. Aber als nächstes probieren wir jetzt, da bin ich extrem gespannt auch drauf, Salted Caramel. Boah, da bin ich extrem gespannt drauf. Okay, die sehen ein bisschen dunkler aus. Hier, so sieht Salted Caramel aus. Riecht auch schon so nach übel nach Karamell. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Da bin ich richtig gespannt. Okay, Leute. Ich muss sagen, man merkt, dass die hier quasi was erreichen wollten, was sie aber, glaube ich, nicht erreicht haben, weil es schmeckt fast wie das, nur mit ein bisschen Karamell. Aber dieses Salted, doch, man schmeckt auch, dass es so ein bisschen Salted ist. Aber ich sag mal so, dann lieber die für 2,50 als die für 5. Ich finde die in Ordnung, ja. Schmeckt auch ganz gut. Aber es geht. Es ist jetzt, ich habe mir viel mehr erhofft. Ich habe mir das richtig geil vorgestellt. Weil es gibt auch von Ben & Jerry's dieses Topped Eis mit Salted Caramel. Boah, das ist mein absoluter zweiter Lieblingsplatz von Ben & Jerry's Eisen. Eisen, ich weiß nicht, ob das sehr plural ist. Scheiß drauf. Und ich denke halt, da haben sie es sehr gut umgesetzt mit diesem Salted Caramel. Und hier, es schmeckt einfach wie die hier genommen und ein bisschen Karamell drauf gepumpt, bisschen Salz und und gehofft, dass die geil sind, aber sind sie leider nicht. Also die hier sind absolut unantastbar, was Geschmack angeht. Aber wirklich, kauft euch die Dinger selber. Ja, wie gesagt, ich glaube, in Deutschland gibt es bis jetzt die beiden Geschmacksrichtungen. Falls ihr noch eine andere gefunden habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich warte dringlichst darauf, dass die diesen Fudge Brownie bringen. Weil in Amerika gibt es den einzeln zu kaufen aus diesem Eis halt. Diesen Fudge Brownie. Ach du Scheiße, das wäre mein absoluter Traum. Ich finde, der schmeckt so extrem lecker in dem Eis. Und also ich finde, genau so müssen Brownies sein. Vielleicht bringe ich auch mal irgendwann auf diesem Kanal mal ein Rezept, wo ich so ähnliche Brownies mache. So richtig browniehafte Brownies halt. So saftige, fast noch rohe, sage ich mal. Aber ja, das werden wir sehen. Also, ich kann abschließend nur sagen, die Dinger hier ein absoluter Erfolg. Geisteskranker Geschmack. Also selten schafft es eine Süßigkeit, mir so einen geilen Geschmack auf die Zunge zu zaubern. Hier eine coole, billige Alternative, die man sich auch mal geben kann. Schmeckt aber tatsächlich ein bisschen anders, ist aber auch vegan. Also die beiden finde ich, also der ist sehr krass, werde ich mir aber nicht so oft kaufen aufgrund des Preises. Der ist in Ordnung, werde ich mir wahrscheinlich öfter kaufen, weil es halt relativ günstig ist. Und das hier ist meiner Meinung nach, ja, habe ich mir jetzt einmal geholt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt nochmal drauf Lust bekommen werde. Also klar, ich werde das gerne leer essen, aber für 5 Euro hole ich mir das, glaube ich, nicht nochmal in Salted Caramel, sondern werde ich immer eher zu dem hier greifen. Und ja, Leute, falls ihr die Dinger selber probiert habt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Schreibt mir auch in die Kommentare, worauf ihr sonst noch so Bock habt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.